So, und damit willkommen zurück. Ich war gerade etwas erschrocken, weil das einfach schon 14.38 Uhr ist. Hä? Wieso spiele ich den ganzen Tag nur Hausbilder? Kann mir das mal jemand verraten? Gut. Unheftig. Das erklärt auch, wieso ich zwischendurch Hunger hatte und Kekse brauchte. Naja, gut. Was soll's, ich habe gerade echt Bock auf das Spiel, also. Und da ich ja wieder einen Tag mehr Wochenende habe als üblich, ist es auch gar nicht so schlimm. So ein bisschen. So, gut, das haben wir auch gemacht. Gehen wir direkt hier außen, denn außen müssen wir auch lackieren. Ein bisschen eine undankbare Aufgabe ist, aber es ist halt auch wieder mal was anderes und wieder eine Abwechslung, die wir da in dem Spiel haben. Ach so, müssen wir hier das Dach nicht auch reparieren? Sag mal, das ist ja ganz kaputt. Warte mal, offenbar nicht. Gut, ich bin beruhigt, alles klar. Nicht, ne? Wer nicht will, der hat schon. Gut. So. Da komme ich nicht richtig dran an diese Schräge. Da muss ich die Leiter gleich nochmal einmal verschieben. Bisschen. Okay, fast richtig, fast. Hier mal die Seite. Es geht schnell. Einfach schön mit diesen ganzen Nebenaufgaben hier noch, die man hier hat. Finde ich eine coole Abwechslung. Auch so das Drumrum. Weißt du, fertig ist nicht fertig. Das Drumrum so ein bisschen in Schuss zu halten. Wieder aufzubauen. Aber das heißt, wir müssen uns jetzt beim nächsten, wenn wir hier das spitze Dach machen, hier, also die Schräge hier, müssen wir es nicht ganz hundertprozentig haben, weil er ja jetzt offenbar schon die Scheune als fertig anerkennt. Ihr seht also, so gründlich, wie ich das gerade gemacht habe, muss man das gar nicht machen. Wenn man da jetzt überhaupt keinen Bock drauf hat, dann ist das nicht so schlimm. Da verzeiht das Spiel eben auch sehr, sehr viel, muss ich sagen. Wenn man irgendwas jetzt mal nicht so genau macht, nicht so genau nimmt, da ist das Spiel nicht so nachtragend wie jetzt manche anderen Spiele oder nicht so streng. Ich glaube, das ist aber schon gut hingekriegt. So, jetzt noch einmal auf die Leiter, dann müsste es eigentlich schon genügen. Ja, da haben wir alles gut gestrichen.
Die Leiter nehmen wir mal wieder mit nach vorne. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal brauchen. Nicht, dass wir die dann suchen. So, die Veranda muss neu aufgebaut werden, hat er gesagt. Und das Haus. Das Haus offenbar komplett, würde ich mal sagen, ne? Also. Da brauchen wir noch Holz ganz dringend. So. So. Zack. So, dafür brauche ich auch noch überall das. Okay. Ich glaube, davon kann ich gleich mal ein bisschen mehr bestellen. Ich brauche davon mal 100 Stück direkt. Ich glaube, die werden wir los. Und so viele Materialien scheint sie gar nicht zu geben. Also so viele unterschiedliche. So, das... Fertig, Veranda ist fertig. Okay, was haben wir jetzt noch zu tun? Das Haus streichen, ersetzen Sie Fenster und Türen. Und so ein Haus bauen, ja, aber wie? Haben wir noch ein Fenster? Ah, hier. Okay. Wenn da jetzt steht, ich soll so ein Haus bauen, meinen sie unter anderem auch, und meinen sie auch, ich soll das Dach reparieren. Okay, alles klar, gut. Dachte ich mir schon fast, dass das das jetzt noch nicht gewesen ist. Also, das war eine beschissene Idee. Thank you.
So, ich habe gar nicht den Timer gestartet. Ich mach schon. So. Dann schlagen wir mal eben kurz den Kugel mit dem Hammer. Mann, oh Mann. Der Arme. Congratulations! Okay, das war das. Und jetzt brauchen wir hier die Dinger wieder mal. Ich würde direkt so machen, aber gut, ja so. Ich habe gerade den Storch gesehen. Da oben. Hallo, na? Herr Storch. Oder Frau Storch. Achso, ist alle 47 Stück. Machen wir mal so. Achso, jetzt habe ich nur viel. Sollte mal 2 Sekunden lang nachdenken, bevor ich... Hallo. So. Zack, danke schön. Danke schön, danke sehr. Komme ich hier jetzt noch hoch? Ja. Zumindest in der Theorie, aber praktisch könnte ich auch die Leiter mal ein bisschen näher ins Haus stellen, dann vereinfacht das die ganze Sache ein wenig. So, bevor ich mir jetzt aber meinen Aufstieg hier verbaue, mache ich jetzt erstmal hier die Bretter, dass ich die erstmal setze. Noch eins, so. Wo fehlt hier noch eine? Hier so. Ich brauche die Nagelpistole gar nicht. Es macht total Spaß hier gerade. Gehen wir auf die Seite.
Achso, ich habe keine mehr. Ich habe mich gerade schon gewundert. 23. Kaufen wir einfach direkt mal 50 Stück. OBS-Platten. OBS. So. Das ist mein Lieblingswort. Scheiße, ich komme hier so nicht mehr hoch. Dann machen wir es. Also nee, es geht nicht von hier unten. Wie komme ich denn hier jetzt rein? Oder ich muss komplett aufs Dach hier so drauf. Ja, das machen wir so. Ach, na gut, so geht's natürlich auch. Einfach hier durchgefallen. So, irgendwo ist noch einer. Hier. Outstanding! So, die Dinger habe ich auch nirgendwo. Dachlatten, 10 Stück. Na, gucken wir mal. Achso, guck mal, wir dürfen wieder schreiben. So. Perfekt. Also, jetzt brauchen wir wieder anderes Material. Okay, diese hier. Metalldachziegel, 34 Stück. Dann kaufen wir mal 40 davon. So. Aus Haus klettern. Oh, das ist ja cool. Weil ich verschreck die Leiter runter. Das ist ja wirklich cool gemacht hier. Nochmal. Reisen, genau. So, wo fehlt denn noch was? Ach, hier. Ich
Gut, da kommt auch wieder was anderes hin. Hier die Wandplatten. 25 Stück. PVC-Wandplatten. So. Okay, das geht so. Das ist gut. Fassade ist fertig. Gut, wo geht's jetzt weiter? Das Haus streichen nur noch. Ach so. Dann sind wir schon fertig. Oh Gottes Willen. Oh Mann, oh, dann war es das echt schon. Das ist aber nicht gut. Dann war es das schon gleich. Puh. Aber cooles Spiel auf jeden Fall. Freut mich auch, dass ihr daran so viel Interesse hattet an dem Game. Freut mich, weil ich das halt auch echt gerne gespielt habe und spiele. Klingt jetzt wieder wie so ein Abschlussfazit, was es jetzt im Grunde erstmal auch ist, bis wieder neue Level kommen. Dann spielen wir die natürlich direkt. Aber das wird jetzt natürlich dann erstmal eine Weile dauern und dann auch nicht mehr ganz so regelmäßig kommen wie bisher. Natürlich. Da ich nicht damit rechne, dass ich jeden Tag ein neues Level haben werde. Geld auf jeden Fall wert, wie ich schon sagte, ohne jeden Zweifel. Und bis auf die Sache mit dem Kran und ein paar kleinere Fehler, wo ich nicht glaube, dass es wirklich Fehler waren, wie mit den Wasserrohren. Auch richtig, richtig spaßig. Viel Abwechslung dabei. Ich hätte mir hier jetzt fast gewünscht, dass wir hier nochmal das ganze Haus von rund auf aufbauen können. Und da sind wir auch schon fertig. Oh nein. Gut, gucken wir mal. Aber soweit ich weiß, haben wir jetzt erstmal alles beendet. Ja. Wir sind vorläufig fertig beim Hausbilder. Und erwarten jetzt mit viel, viel Vorfreude einfach die neuen Level, die neuen Häuser. Wir haben ja auf jeden Fall noch einen Tippi, haben wir ja auf jeden Fall noch auf diesen im irgendwo. Genau, wenn wir ein Haus anklicken, haben wir noch einen Tippi. Hatten wir da noch. Ach so, das ist einfach Werbung für andere. Ja, gut, okay, alles klar. Gut, dann werde ich mir meinen Kopf machen, was wir als nächstes spielen. Aber ein paar Folgen sind jetzt auf jeden Fall noch vorrätig da. Und dann geht's hoffentlich auch schon bald weiter mit neuen Folgen vom Ausbilder. Wenn da neue Levels da sind natürlich. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen bei diesem tollen Let's Play hier. Hat mir mega viel Spaß gemacht und wird mir auch in Zukunft noch Spaß machen. Klingt immer noch wie ein Abschied, aber das ist ja jetzt auch erstmal einfach kurzfristig. Macht's gut, ihr Lieben.
Und wir sehen uns entweder bei einer neuen Folge Hausbilder oder bei einem neuen Projekt. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Tschüssi.